Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Reaction auf diesem Kanal. Heute reagieren wir mal auf Varion, wenn man keine Ahnung von Motorrädern hat. Mit dabei ist der liebe Joker TV. Hi. Und los geht's. Wir hatten telefoniert, oder? Ja, genau, ich bin Günther. Ich interessiere mich für das Motorrad. Ja. Ja, also das ist es, ne? Das sah auf dem Bild aber noch kleiner aus. Ja, kann sein, ja. Also ich hab das hier nochmal, das ist schon ein Unterschied. Ja gut, auf dem Handy sieht es natürlich kleiner aus, oder was meinst du jetzt? Genau, auf dem Handy sieht es ein bisschen kleiner aus. Stimmt, ja. Ja, wenn man hier ist, fragt man sich immer, woran hat es hier liegen, Bist ne? du denn interessiert an der Maschine oder nicht? Ja klar, was kannst du mir darüber erzählen? Ja, das ist ein 2010er Baujahr, knapp 2,3 Liter und hat 150 Pferde. So. Wenn du sagst 2,3 Liter, dann meinst du, die verbraucht 2,3 Liter auf 100 Kilometer, ne? Das ist der Hubraum. Eine Hupe wird in Liter gemessen? Wie die Hupe? 150 Pferde, also. So Pi mal Daumen, ja. Also das Ding ist so stark wie 150 Pferde, oder was? Ob ein PS jetzt wirklich eine Pferdestärke ist, weiß ich nicht, aber das sagt man halt. Könnte ich mir theoretisch von dem Geld nicht lieber 150 Pferde kaufen? Und hätte im Endeffekt mehr davon. Da wäre ich ja schön dumm, wenn ich mir davon ein Motorrad mit 150 Pferdestärken hole, statt 150 Pferde. Hast du überhaupt Interesse an dem Motorrad? Ja, kommt drauf an, wie teuer das Ding sein soll. Dann entscheide ich, ob ich mir nicht doch lieber ein paar Pferde holen soll. Ja, 8,5 wollte ich dafür okay. haben. Okay. Und für ein Pferd? Woher soll ich das denn wissen? Verkaufst du keine Pferde? Nein. Ja, Günther, mein Name. Was kostet ein Pferd bei Ihnen? Ach, doch so viel. Oh. Und was kostet ein Motorrad? Ach, haben Sie gar nicht? Ja, denen ist egal. Dankeschön. Tschüss. So, wo waren wir denn? Wollen Sie das Ding nur kaufen oder nicht? Da warten noch andere Leute, die sich die Kiste angucken wollen. Hey, you wanna be cowboy. Sorry, falls du Interesse an der Maschine hast, musst du warten, bis wir bei dir fertig sind. Sehe ich so aus, als würde ich eine neue Maschine gebrauchen? Falls ihr Bock auf richtige Motorräder habt und die Serie Sons of Anarchy gefeiert habt, dann solltet ihr euch unbedingt die neue Spin-off-Serie Mayans auf Sky Ticket reinziehen. Die Biene Mayans? Die erste Staffel ist am 8. Mai gestartet und jede Woche gibt's eine neue Folge. In Amerika läuft schon die dritte Staffel, weil es einfach geil ist. Könntest du eventuell aufhören, auf meinen Bogen zu rotzen? Das gibt Flecken. Sichert euch das Angebot für 4,99 € im ersten Monat. Link ist in der Videobeschreibung. Also einfach registrieren und sofort losstreamen. Habt ihr verstanden? Gibt's in der Serie auf Fernsehen? Falls euch der Kram nicht passt, kein Ding. Könnt ihr easy jeden Monat kündigen. Oder ihr zieht euch was anderes wie Westworld oder 4 Blocks rein. Ist dir eigentlich bewusst, dass ich hier versuche, mein Motorrad zu verkaufen? So, haut rein, ihr Prospects. So eine Scheiße aber auch. Er hat sich auf den Roller gegen Knöchel gehauen. Schmerzhaft. Tut das weh? Also 8,5 willst du haben. Genau. Wie sieht's denn aus mit der Probefahrt? Der Führerschein hast du ja, denke ich mal, also es wäre kein Problem. Nee, hab ich nicht. Also dann doch keine Probefahrt, oder wie? Kannst du nicht fahren und nimmst mich hinten raus? Ich soll das Motorrad fahren und du setzt dich hinten drauf, oder so was? So hab ich gedacht, ja. Ich weiß nicht, ob ich da Bock drauf habe. Ich könnte mich dann auch einmal ein bisschen an deinem Bauch festhalten. Oder nimmst den Bügel, der hinten angebaut ist. Ach so, ja, oder so. Warum willst du denn ein Motorrad kaufen, wenn du nicht mal einen Führerschein hast? Na gut, ich war mir halt noch nicht sicher, ob es ein Motorrad oder ein Pferd will. Ein paar Fragen habe ich noch. Okay. Warum willst du die denn verkaufen? Ich habe mir jetzt gerade was anderes geholt. Ein Pferd denn bestimmt, ne? Nein, ein anderes Motorrad. Was kam die? 19.000 ungefähr. Da hättest du mal lieber ein paar Pferde. Weiß ja nicht jetzt wieder Pferde zu sagen. Fernseher von kaufen können. Andere Frage. Ist mit dem Bock schon mal jemand draufgegangen? Wie? Bin ich tot gefahren? Natürlich nicht. Was ist das für eine bekloppte Frage? Ich würde schon gerne wissen, ob ich irgend so ein verfluchtes Teil hier kaufe. Ich bin der erste Besitzer und wie du siehst, lebe ich noch. Und in den Tank hat da schon mal jemand reingesch. Und in den Tank hat da schon mal jemand reingesch. Und in den Tank hat da schon mal jemand reingesch. Reingeguckt wegen Rost, weil das bildet sich ja ganz schnell, wenn man länger steht. Aber hast wahrscheinlich immer vollgetankt dann, ne? Nee, da ist kein Rost. Und auf den Sitz hat auch keiner raufgeschissen. Und auf den Sitz hat auch keiner raufgeschissen. Und auf den Sitz hat auch keiner raufgeschissen. Und niemand auf die Sitze geschifft. Und auf den Sitz hat auch keiner raufgeschissen. Ich erinnere dich vielleicht, dass der Günther schon mal was verkauft. Aber in die Motorradtaschen hat doch einer einen reingesetzt. Aber in die Motorradtaschen hat doch einer einen reingesetzt. Aber in die Motorradtaschen hat doch einer einen reingesammelt. Es reicht mir so langsam mit euch dämlichen Käufern. Ihr kommt hier jedes Mal an, stellt mir irgendwelche dämlichen Fragen und ich hab Stress nachher. Letztens beim Autokauf schon und heute du Witzfigur. Ja, aber da hat doch vorhin einer einen reingesammelt. Ich hab das noch gesehen, als ich angekommen bin. Der ist der Typ. Da so. Hab ich einen reingesammelt. Krieg den Bengel. Ja, wird's halt doch ein Pferd. Ja gut, dann wird's halt doch ein Pferd, ne? Ist immer auch da. Aber in die Motorradtaschen hat doch einer einen reingesammelt, oder? Hast du auch gesehen, oder? Ja, eventuell war ich das, aber komm hoch. Leute, ich würde dann sagen, was das von der heutigen Reaction? Schaut mal in die Videobeschreibung, was euch interessiert. Da ist ein Link zu unserem Shop und gönnt euch da mal was Schönes für den Sommer.
Okay, ich dachte, Joker sagt noch was. Und dann würde ich sagen, war es das mit diesem Video. Lasst ein Like und ein Abo da. Ciao.